oder gehen oder leitet über vom Boxen im Superschwergewicht zum K1. Und zwar in Gewichtsklasse Supermittelgewicht. Doch bevor wir hier die Kämpfer im Ring begrüßen, darf ich Ihnen noch jemanden vorstellen. Das ist mir eine ganz besondere Ehre, weil ich ihn wirklich schon sehr, sehr lange kenne. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir den amtierenden Europameister in der Formel der 1000 aus Dessau-Roßlau, Andreas Schulze! Mein lieber Andreas, herzlich willkommen hier im Ring. So sieht er aus, der amtierende Motorboot-Lokalmatador, da steht sein Boot. Mit diesem Boot ist er im Oktober, war es glaube ich, 2023 Europameister geworden. Wir schicken nochmal einen Applaus an Andreas Schulze. Gleich noch kurz bei uns. Er ist ja nicht nur begnadeter Motorboot-Rennsportler, sondern er hat ja auch tagtäglich mit Motoren zu tun. Und der nächste Kampf im K1 wird tatsächlich von seiner Firma präsentiert, nämlich von Schulze Racing, beziehungsweise vom Schulze Racing Team. Du hast ein paar Leute mitgebracht. Andreas, für die nächste Saison alles erdenklich Gute, bleib uns gewogen und bring den nächsten EM-Titel auch wieder nach Dessau-Roßlau. Andreas Schulze! Meine sehr Damen und Herren, der nächste Kampf wird Ihnen präsentiert vom Schulze Racing Team Dessau. Wir begrüßen auf dem Weg in die blaue Ecke Tom K.
sprechen. Diese gingen leider verloren. Herzlich willkommen noch einmal von der Kampfsportschule Götzhaus Ludwigsfelde, David Linke.
und hier die Punktevergabe der drei K1-Punktrichter hier bei uns am Ring. Ein Punktrichter punktete